Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Ich befinde mich in meiner Vanguard Sentinel auf Port Tressler im Orbit von Mycotech. Und war schon wieder so eine kleine Odyssee. Erst gab es den Patch. Ich glaube, der sollte hauptsächlich auch dazu sein, dass wir viele Probleme hatten mit nicht öffnen Fahrstühlen, Schiffe, die sich nicht claimen lassen und so weiter. Konnte ich jetzt noch nicht feststellen, dass jetzt nach dem Patch das wieder immer noch so ist. Also bis jetzt hat das alles geklappt, aber dann wurde ich aus dem Server geworfen. Und zwar haben die wohl alle Server neu gestartet. Und schauen wir mal, wie es jetzt ist. Gut, dann gucken wir mal, was für Missionen denn gerade angeboten werden. Da hat sich leider nichts, noch nicht wieder was Neues ergeben. Wir haben die üblichen Cargo Missions und da auch noch wieder Investigation. Leute aus dem Cave, im Cave suchen oder in Raumschiff-Racks. Bounty Hunting, die üblichen Geschichten. Aber komischerweise gar nicht so viel. Also irgendwie, entweder kommt das jetzt, weil die Server neu gestartet sind und alle natürlich wie wild rein ins System und Aufträge schnappen. Oder da hat sich vielleicht auch irgendwas geändert, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, da bleibt uns eigentlich hier nur sowas hier. Das wollte ich jetzt nicht. Können wir vielleicht das nochmal wieder versuchen, wo wir drei Monitore finden und zerstören müssen, bevor sie irgendwelche Daten übertragen. Das wäre vielleicht mal wieder, das haben wir ja noch bis jetzt noch nicht geschafft. Ja? Also ich glaube, zweimal haben wir schon versucht. Probieren wir es einfach mal. Utocom Array ST431. Gott, versuchen wir das mal. Dürfte ja wohl nicht so weit weg sein. Nee, direkt in der Nähe. Okay. Engines offline. Nee, eben nicht. Engines online. Ich dachte, ich hätte sie noch ausgeschaltet. Launch complete. So. Ja, es läuft natürlich auch immer noch das Event wegen dem Vendul Helmet. Ne? 50 Leute killen. Das habe ich ja praktisch. Ja, hatte ich eigentlich auch gar nicht vor, das zu machen. Thank you. And please visit again. Und im Moment ist auch relativ ruhig. Also ich bin noch nicht wieder angegriffen worden jetzt im Spiel. Aber das kann sich natürlich schnell ändern. Wir gucken jetzt erstmal eben, dass wir da hinkommen. Da ist das hier. Nee, doch da. Na? Hallo? Kann ich das denn wieder nicht direkt auswählen oder was? Jetzt. So, zack. Okay, dann schauen wir mal. Waffen sind, glaube ich, alle aktiviert. Ah, das klappt auch wieder nicht, aber ich denke mal. Hatte ich nämlich gerade eben schon. Also für die, die Mission noch nicht kennen, da sind drei Monitore, also Satelliten so gesehen. Monitor, Satelliten, keine Ahnung, Satelliten eben. Die wir finden und zerstören müssen, bevor sie irgendwelche Daten übertragen. Da haben wir nur, glaube ich, 3-4 Minuten Zeit zu. Was natürlich ein bisschen knapp ist. Also ich habe es bis jetzt, glaube ich, einmal geschafft. Und das ist auch schon länger her. Weil wir werden nämlich jetzt gleichzeitig auch von mehreren Piraten dabei gestört. Und meiner Meinung nach... schon los. Ah, da haben wir aber schon mal einen Monitor, das ist schon mal gut. Man muss einfach die Piraten, wenn es geht, ignorieren erstmal, weil sonst schafft man das nicht, alle drei Monitore zu finden. Also Satelliten.
genau, die als Monitor heißen nicht, aber das sind Überwachungssatelliten, deswegen. Oder die Piraten klauen damit Daten. Oder nee, die überwachen das Gebiet. Und da wollen uns die Piraten natürlich dran hindern. Oder muss ich wirklich erst ignorieren? So, wenn ich jetzt den ersten angegriffen habe, dann geht's los. Aber in 5 Minuten haben wir Zeit, okay. Wenn wir diese 5 Minuten nicht schaffen, dann fangen die an, irgendwelche Daten zu verschicken, so ungefähr. Und dann ist die Mission, ja, letztendlich fehlt. So, da oben, der nächste, alles klar. So, und ich habe ja verstärkte Schilde in der Vanguard, also sollte das eventuell gehen, dass wir die Jungs missachten können. Da ist der Monitor, alles klar. Das ist Nummer 2. Ja. Um euch kümmere ich mich später. Da, 14 Kilometer, war toll. Warning, major unexpected torch. Ah, weg. Da dürfte er sein. Da ist noch wieder eine Cutlass. Da jede Menge Buccaneers. Da habe ich ihn. Alles klar. Sollten wir es denn direkt mal schaffen? Ups, natürlich so nicht. Ja, man sieht schon, wenn man die... Ich jetzt erstmal um die ganzen Piraten kümmern würde, würde man das... Teil, den ich nicht hinbekomme. So. Ah, schönes Feuerwerk. So, Jungs, jetzt kümmere ich mich um euch. Wo haben wir denn den ersten Kandidaten? Ah, jetzt große Klappe, gleich mal das Boom und ich bin weg. Ja, wo ist er denn nun? Da. Hallo? Ich glaube, wir zischen hier mal ab. Direkt hier im Wespennest. Warning, major unexpected torque imbalance. Weiß ich jetzt nicht, was der damit meint. So, jetzt bist du dran. Wo ist er hin? Cooler Sound, ne? Wenn man so die Schilde trifft. Da hat sich auch ein bisschen was geändert. Echt geil. Ah, das ist eine Cutlass. Also die Buccaneers, das sind ja mehr so Papiertiger, sag ich mal. Also
wenn es gegen eine Menge hat. Cutlass ist doch schon eine etwas andere Hausnummer. Na. Nämlich rammen oder was? Zippelte da hin und her hier. Na? Also die Schilde sind schon weg bei ihm, so ziemlich. Ah. Wie springt das Fadenkreuz da mal in dem Bild hin und her jetzt? Könnte hier auch bei mir liegen, keine Ahnung. Na komm, gib auf. Der nächste bitte. Also MP habe ich zwar benutzt, aber da war ich zu weit weg, glaube ich. Da hat sich nicht richtig ausgewählt. Yes. Zack. Next one, please. Oder nein, oder nicht? Nö. Doch, mach ich doch. Ja, was ich glaube ich letztes Mal schon sagte, dieses Event da mit dem Vandulhelm, dass man da 50 Spieler killen muss. Ich hätte schöner gefunden, wenn die den Vandulswarm von Arena Commander hier irgendwie um den Mond gesetzt hätten, um dann, also wie hier jetzt von den NPC-Piraten, dass man dann von, was weiß ich, 10 Vanduls angegriffen wird oder 5. Und das Ganze vielleicht 2-3 Mal machen muss und dann hätte man den Helm verdient. Ne? Also praktisch so eine Mission wie diese hier, nur dann mit gegen Vendul Glaze oder Scythe oder was auch immer. Weiß ich nicht, das hätte ich irgendwie witziger gefunden. Aber okay. Die werden sich was bei gedacht haben und es geht ja sicherlich auch darum, irgendwie Mechaniken zu testen, um zu testen, wie verhalten sich die Spieler bei solchen Missionen. Sind sie rücksichtslos und ballern alles ab, ohne zu fragen. Ganz schön Schrott hinterlassen hier, ja. Doch schön, dass das so eine Weile noch drin bleibt. MP können wir mal wegmachen. Das war die Katniss, ne, oder? Ja. Jo, okay. Das war ja, dann hat es endlich mal geklappt, dass ich die Mission auch mal hingekriegt habe, nach langer Zeit wieder. Mal gucken, History. Ne, das war der eine, der war zu weit weg. Da ist er. Da hatte ich das schon mal versucht, das war die Aufnahme davor, da habe ich es nicht geschafft. Und hier hat es dann geklappt.
Alles klar. Hier war mir irgendwie das, gerade schon eine Aufnahmeversuch gehabt und da war mir irgendwie die, ja, irgendwie wanderte das Display, also so wie ich das jetzt hier manuell mache mit der F-Taste, wandert hier ständig mit dem, ja, aus dem Bild raus so ungefähr. Und da muss ich jedes Mal wieder F drücken, um dann wieder mich so zu zentrieren. Also es war verdammt ätzend und da habe ich dann, ja, das in der Zeit dann nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich gesagt, probiere es einfach nochmal, habe ich die Aufnahme nochmal gestartet. Aber jetzt hat es ja geklappt. Okay, ja, insgesamt kann ich jetzt noch nicht sagen, ob die, scheinbar sind die Bugs, also mit dem Fahrstuhl und so, was ich zumindest hatte, bis gestern noch, scheinen weg zu sein. Aber okay, wir müssen natürlich immer wieder mit neuen Sachen rechnen. Aber wir sehen ja, sie arbeiten dran. Gut, ja, dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.